Der grüne Weihnachtsmann kam in diesem Jahr schon früher und hatte über 10 Spiele im Gepäck, die wirklich gut sind und für reichlich Abwechslung sorgen. Bei der Auswahl bin ich mir ziemlich sicher, dass für jeden etwas dabei ist. Bleibt also unbedingt dran, denn jetzt stelle ich euch alle Neuzugänge kurz vor. Ja, eigentlich soll es in diesem Video um die Spiele gehen, die im Dezember in den Game Pass kommen. Aber ganz spontan wurden am 30. November 2 Spiele dem Game Pass hinzugefügt, die ich euch auf keinen Fall vorenthalten möchte. Die Rede ist von Remnant from the Ashes und der Fortsetzung Remnant 2. Remnant 2 erschien erst im Juli und gehört zu meinen absoluten Highlights in diesem Jahr. Wieso das so ist, könnt ihr in meinem ausführlichen, aber spoilerfreien Spieletest erfahren, den ich euch verlinkt habe. Auch wenn ihr den ersten Teil nicht gespielt habt, empfehle ich euch direkt mit dem zweiten zu starten, da der einiges besser macht und obwohl die Geschichten der beiden Teile zusammenhängen, benötigt ihr für die Fortsetzung kein Vorwissen. Und an all diejenigen, die Remnant jetzt noch gar nicht kennen, Remnant ist ein Third-Person-Koop-Shooter, bei dem ihr mit bis zu 2 weiteren Freunden verschiedene Welten bereist und tödliche Kreaturen bekämpfen müsst. Wegen einiger Parallelen zu den Souls-Spielen wird die Remnant-Reihe auch gerne mal als Souls-like mit Knarren bezeichnet. Sie definiert sich aber nicht nur durch den Souls-like-Aspekt und die Knarren. Weitere wichtige Bestandteile sind zum einen haufenweise Rätsel und zum anderen die Welten, die in Remnant 2 prozedural generiert werden. Kommen wir jetzt zu den Spielen im Dezember. Am 1. kam mit Spirit of the North ein Spiel, das uns vor allem beim Entspannen hilft, was gerade zur Weihnachtszeit echt nützlich sein kann. Ob ihr jetzt vor eurem Urlaub noch haufenweise Aufgaben erledigen müsst oder in den Shoppingkrieg zieht, weil ihr mal wieder die Weihnachtsgeschenke erst in der letzten Minute besorgt, Spirit of the North hilft euch dabei, danach wieder runterzukommen. Naja, zumindest mal so lange, bis ihr euch dann wieder in den Kampf stürzen müsst, um den letzten Raclette-Käse zu bekommen. In dem Singleplayer steuert ihr einen Rotfuchs und streift durch von Island inspirierte Gebiete und deckt Geheimnisse einer verlorenen alten Zivilisation auf. Im Fokus steht dabei ganz klar die Atmosphäre. Das Spiel verzichtet bewusst auf Missionen und Dialoge. Die Geschichte wird über die Umgebung erzählt. Wenn ihr also entschleunigte Spiele mögt und längere Cutscenes bei euch nicht zu Nervenzusammenbrüchen führen, dann erwarten euch hier ca. 4 entspannte Spielstunden. Viel mehr Stunden könnt ihr mit der Wirtschaftssimulation SteamWorld Build verbringen. Das findet in einer Welt statt, die von Dampfrobotern bevölkert ist. Wir befinden uns hier also in keinem realistischen Setting, aber trotzdem weist das Spiel sehr viele Parallelen zu Anno 1800 auf. Also sehr, sehr viele. Zum Beispiel gibt es Bewohner verschiedener Klassen wie die Arbeiter oder die Ingenieure. Die haben auch hier verschiedene Bedürfnisse, die schwieriger zu erfüllen sind, je höher die Klasse ist. Auch erinnern die Produktionsketten stark an Anno, nur dass die hier nicht das gleiche Level an Tiefe bieten. Aber dafür bietet SteamWorld Build eine andere Art von Tiefe, denn die Simulation beschränkt sich nicht nur auf die Erdoberfläche, sondern auch auf den Untergrund. Ihr könnt Minen bauen, um besondere Rohstoffe zu farmen. Doch das birgt auch Gefahren in sich. In den Minen könnt ihr nämlich auf Ungeheuer stoßen. Mit Geschütztürmen könnt ihr denen aber die Stirn bieten. SteamWorld Build erschien direkt zum Release im Game Pass für Cloud, Konsole und PC. Das pixelige Crafting-Game Wild Irons Hot wurde auch direkt zum Release dem Game Pass hinzugefügt. Hier steuert ihr einen Schmieden und begleitet ihn auf der Reise vom Gesellen zum Meister. Euer Abenteuer beginnt damit, dass ihr dem Traum eines jeden Schmieden versucht nachzugehen. Ihr habt nämlich von einer Insel gehört, die voll von wertvollen Rohstoffen ist und auf der sich Schmiedetalente der ganzen Welt sammeln sollen. Doch leider platzt euer Traum und das ziemlich früh im Spiel. Ihr erleidet auf eurer Reise nämlich nicht nur Schiffsbruch, sondern müsst auch noch feststellen, dass das so glorreich beschriebene Inseldorf nur noch aus Ruinen besteht. Da ihr euch davon aber nicht unterkriegen lässt, macht ihr es euch zur Aufgabe, das Dorf wieder aufzubauen. Dabei erkundet ihr das Umland, schmiedet in Geschicklichkeitsspielen wichtige Materialien und interagiert mit vielen verschiedenen Charakteren. Wenige Spiele sind so gut inszeniert wie die Tomb Raider-Reihe. Mit Rise of the Tomb Raider kam jetzt eines der besten Teile wieder in den Game Pass zurück und obwohl das Spiel schon fast 8 Jahre alt ist, macht's auch heute noch richtig Laune. Als ich es nach Ewigkeiten wieder angeworfen habe, um ein paar Aufnahmen zu machen, hat's mich direkt wieder gepackt. Die Musik, das Storytelling und diese offene, aber gleichzeitig schlauchige Welt passen richtig gut zusammen. Und da wäre natürlich noch die Badass-Protagonistin Lara Croft, die nicht ohne Grund zu den größten Charakteren in der Videospielgeschichte gehört. Okay, ja, ihr merkt, ich bin ein großer Fan der Reihe und deshalb etwas voreingenommen. Aber mal im Ernst, solltet ihr Rise of the Tomb Raider noch nicht gespielt haben, dann müsst ihr es jetzt nachholen. Bei all der Besinnlichkeit während der Weihnachtstage und das Gerede vom Fest der Liebe, sehnt ihr euch nach Action, Geballer und Brutalität? Dann schaut euch das Spiel mal an. World War Z Aftermath.
Hier dreht sich alles um das brachiale Zerfetzen riesiger Zombie-Horden. Das Spiel, das an den gleichnamigen Film angelehnt ist, bis auf die Zombie-Horden aber kaum Parallelen dazu aufweist, ist ein Koop-Shooter, den ihr mit bis zu 3 Freunden spielen könnt. Ein Zombie-Gemetzel könnt ihr aber auch ohne Freunde veranstalten, nur dann eben mit 3 Fremden oder 3 KI-Teammitgliedern. Das Spiel bietet eine Koop-Kampagne und einen Horden-Modus. Im Horden-Modus müsst ihr euch gegen mehrere Wellen von Zombies behaupten und die Kampagne ist in mehrere Folgen unterteilt, in denen ihr euch durch Gebiete kämpft und verschiedene Aufgaben erledigen müsst. World War Z Aftermath ist ein bisschen wie Trash TV, nur eben als Spiel. Hier könnt ihr schön abschalten, indem ihr im Rambo-Stil auf massenhaft viele Zombies ballert. Etwas weniger brutal, aber dafür ziemlich witzig, geht's in Clone Drone in the Danger Zone zu. Wie man direkt sehen kann, ist das kein Spiel, das mit schöner Grafik oder einer besonders innovativen Gameplay-Mechanik glänzt. Eigentlich geht's nur darum, sich auf die Birne zu kloppen und den Gegner in seine pixeligen Einzelteile zu zerlegen. Und so plump das auch klingt, kann das schon irgendwie Spaß machen. Im Story-Modus, der sowohl alleine als auch im Koop spielbar ist, werdet ihr immer wieder in eine Arena mit stärker werdenden Gegnern geworfen, die es zu besiegen gilt. Schafft ihr das, geht's zwischen den Runden zu einer Maschine, bei der ihr euch Upgrades einbauen lassen könnt. Neben dem Story-Modus gibt's noch den 1 gegen 1 und den Last Spot Standing-Modus, in dem ihr mit bis zu 15 anderen Spielern auf eine Karte geworfen werdet und das Ziel verfolgt, als Letzter zu überleben. Leider bietet das Spiel den Multiplayer nur online an, lokal müsst ihr euch alleine durchkämpfen. Bevor wir zum nächsten Spiel kommen, ein kleiner Hinweis. Wenn euch das Video gefällt, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Liked und teilt das Video auch gerne und helft mir dabei, auf die 1000 Abonnenten zu kommen. Danke und weiter geht's. Am 7. Dezember wurde der Goat Simulator, nein, nicht der Goat, auch nicht der, und der ist recht nicht, der, ja genau der. Der Goat Simulator 3 wurde dem Game Pass hinzugefügt. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, es gibt schon 3 Teile davon? Nee, gibt's nicht. Die Entwickler fanden es einfach nur witzig, wenn sie den zweiten Teil Goat Simulator 3 nennen. Und das spiegelt ganz genau den flachen Humor des Spiels wider. Der Ziegensimulator ist ein Sandbox-Spiel, in dem ihr eine Ziege steuert und die wildesten und dümmsten Dinge machen könnt. Im Grunde genommen geht es hier darum, so viel Chaos wie möglich anzurichten. Dabei könnt ihr euch ganz frei bewegen und das machen, worauf ihr gerade Lust habt oder euch an den Aufgaben entlanghangeln. Im Vergleich zum Vorgänger könnt ihr den dritten Teil, also den zweiten Teil, nicht nur lokal, sondern auch online zusammenspielen. Wenn ihr also schon immer mal eine Ziege sein wolltet oder the greatest of all time, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu. Wäre das Spiel Against the Storm zum 1.0 Release am 8. Dezember nicht direkt auch noch in den Game Pass gekommen, dann wäre der Titel bei sehr vielen wahrscheinlich untergegangen. Mit dem Game Pass besteht aber jetzt die Chance, dass es sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und das ist gut so, denn das Fantasy-Spiel hat jetzt schon haufenweise gute Bewertungen einheimsen können. Against the Storm ist ein Roguelite-Städteaufbauspiel, das in einer Fantasy-Welt stattfindet, die von einem ständigen apokalyptischen Regen heimgesucht wird. Als Vizepräsident einer Königin ist es eure Aufgabe, in der Wildnis neue Siedlungen aufzubauen und diese zu verwalten. Da die Aufträge und Ereignisse zufällig generiert werden, bietet das Gameplay nicht nur ausreichend Komplexität, sondern auch Abwechslung. Against the Storm ist, anders als alle bisher vorgestellten Spiele, nur auf dem PC spielbar. Das Spiel hier sieht doch schon total nach Weihnachten aus. Das ist Tin Hearts, ein Puzzle-Adventure, bei dem ihr eine Zinnsoldatenarmee befehligt, damit diese sicher durch eine süße Miniaturwelt gelangt und ihr Ziel erreicht. Wobei, das würde ja bedeuten, dass sie Befehle ausführen, aber eigentlich ist das Einzige, was sie machen, geradeauslaufen. Damit sie aber trotzdem ihr Ziel erreichen, könnt ihr Einfluss auf die Umgebung nehmen. Ihr könnt zum Beispiel Objekte so verschieben, dass die Laufrichtung der Soldaten verändert wird. Oder Spielzeugkanonen abfeuern, um Bücher umzuwerfen, damit die den kleinen Figuren dann als Brücke dienen. Das Spiel ist in unterschiedliche Rätsel aufgeteilt, die zunehmend komplexer werden, aber nie wirklich frustrierend sind. Denn ihr könnt nicht nur die Zeit stoppen und euch die Laufrichtung der Soldaten anzeigen lassen, sondern auch zurückspulen, sollte mal etwas schiefgegangen sein. Neben dem Lösen der Rätsel bietet das Spiel außerdem noch eine emotionale Geschichte rund um den Erfinder Albert Butterworth. Das waren bis jetzt viele coole Titel im Dezember, aber es fehlt noch ein AAA-Spiel für die breite Masse. Kommen wir also zu Far Cry 6. Das gibt es seit dem 14. Dezember im Game Pass für Cloud, Konsole und PC. Hier verschlägt es euch auf die fiktive Karibikinsel Yara, die vom Diktator Anton Castillo regiert wird, den es zu stürzen gilt. Ihr übernehmt dabei die Rolle von Dani Rojas, einem ehemaligen Soldaten, der sich der Guerilla-Bewegung Libertad anschließt.
Auch der sechste Teil der Reihe orientiert sich stark an der klassischen Far Cry-Formel. Es gibt eine Open World, die unter anderem voll von Sammelgegenständen, einnehmbare Stützpunkte und versteckten Truhen ist. Und es gibt jede Menge Action, Geballer und Explosionen. Das war's mit den neuen Xbox Game Pass Spielen im Dezember. Sollten noch weitere angekündigt werden, dann schreibe ich das wie immer in die Kommentare. Vielleicht kommt ja zu Weihnachten noch eine Überraschung. Schaut dort also mal rein und lasst gerne ein Feedback zum Video da. Und wenn ihr mir ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.